Wunderschönen guten Morgen beim TSV Hartberg. Heute an diesem schönen Samstagvormittag nach dem gestrigen 4:0-Sieg möchten wir auch heute einen kleinen Blick in die geheimen Wände des TSV einladen. Dazu machen wir jetzt einen Blick mal rein, wenn wir da drinnen antreffen könnten. Und da sehen wir gleich einmal einen Heiljürgen mit seiner wunderschönen neuen Frisur. Meiner Meinung nach ein Skandal. Aber Heili, was hast du da dabei gedacht, so die Haare zu färben? Naja, wie jeder weiß, dass ich sehr stark vom Tor bin und gemacht, jetzt bin ich der neue Grießmann von Hartberg. Taugt mir, Heili. Der nächste, unser Schweinsbraten, Sani Lempecker. Wie geht's dir, Sani? Nach dem gestrigen 4:0-Sieg, wie hast du die Nacht verbracht? Was daheim, hast du ein bisschen gefeiert? Ja, wie sich für den richtigen Sportler gehört, bin ich daheim geblieben. Also wir werden jetzt am Wochenende, also jetzt am Samstag, werden wir eine kleine Feier einlegen zum Sieg feiern und werden das, was wir gestern vielleicht versäumt haben, nachholen. Schön, gefällt mir. Schauen wir weiter in unserer Reise da dann durch die Kabine. Da sitzen die zwei TSV Hartberg-Legenden, Thomas Rotter und Kremsel Daniel. Thomas, gestern die eine oder andere Chance vergeben, hast du das eh schon verdaut? Ja. Das habe ich gleich verdaut gehabt. Ist schade, aber ja, kann nichts machen. Nächsten wieder da sitzen, ne? Hoffentlich. Dani, bist du leider verletzt zurzeit. Arbeitest intensiv an deinem Comeback, was ich da Tag für Tag sehe. Wie geht es mit deinen Fortschritten voran? Ja, sehr gut, aber es läuft bei euch gerade gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich bleibt es auch so. Jetzt einmal eine essentielle Frage. Seid ihr schon lange dabei da in die Kabinen von Hartberg? Gibt es irgendwelche Sachen, was sich grundlegend verändert hat, was vor 10 Jahren war und was heute ist? Ja, es gibt auf jeden Fall einen Typen, der das Ganze geprägt hat. Der steht gerade vor mir und das ist schon die Hauptänderung, sagen wir so, was da gegeben hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, gell? Der Nächste, unser Bomber Dario Tadic. Darf ich noch kurz hersetzen? Der hat so gestern wieder 2 Tore gemacht. Überragende Leistung von dir. Besonders das zweite Tor war unmenschlich, meiner Meinung nach. Wie kommt es, dass du so gut Volley schießen kannst? Trainierst du das jeden Tag oder ist das einfach in die Wiege gelegt worden? Ja, also Training gehört auf jeden Fall dazu, aber ich habe das unglaubliche Glück, dass ich an Pipo Siegel beim Training zuschauen kann, wie der die Bälle links und rechts einschweißt, ist natürlich ein Wahnsinn. Danke für das Kompliment, Dario. Fühl mich geschmeichelt. Die nächste Frage, Dario. Du bist ja da, oder? Jeden Tag in der Kabine, bist eigentlich der Erste, was da ist, der Letzte, was geht. Weißt du einfach immer so viel Arbeit an dir. Das ist für mich beeindruckend zum Sehen immer. Wie schaut es da aus? Wer ist da immer verantwortlich eigentlich für die Stimmung in der Kabine? Wie läuft es da jeden Tag ab? Für die Stimmung ist eindeutig der Sigi Ra verantwortlich. Mit seiner unglaublichen Playlist, was er in der Kabine hat, ist er Wahnsinn. Und Salentinik ist auch nicht, darf man auch nicht vergessen. Hat auch einen anderen Schmäh, was er aus sich hat. Und ja, das sorgt dafür, dass da eine gute Stimmung in der Kabine ist. Perfekt. Dann schauen wir da weiter. Und das sticht mir schon der Feisti ins Auge. Feisti, du bist ja der Mensch, der einzige Mensch, eigentlich, den was ich kenne, der was tagtäglich einen Masseur braucht. Woher kommt das? Sind deine Muskeln wirklich so beansprucht jeden Tag oder anfällig auf Verletzungen, dass du das jeden Tag brauchst? Ja, es kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Ich trainiere relativ viel, mehr wahrscheinlich wie du. Und dann brauche ich den Masseur ein bisschen mehr wie du. Okay, ja, dann ist das verständlich natürlich. Aber gestern, glaube ich, warst du nicht einmal im Kader und dann schaue ich da um die Ecken in unserem Massageraum um. Vor allem sehe ich wieder den Feisti umliegen. Ich mein, wenn ich das wäre, mein Charakter würde das nicht einmal zulassen, dass ich mich da auflege und die Spieler, die spielen müssen, haben da keinen Platz zu massieren. Das ist dir eigentlich alles wurscht, oder? Nein, so kann man das nicht ganz sagen, weil ich extra geschaut, wenn es hier zum Aufwärmen geht, dass ich dann erst massieren gehe. Ich war zuerst eine Stunde trainieren mit dem Dormantrainer und habe natürlich fleißig trainiert, auch wenn ich nicht im Kader bin. Und habe dir natürlich angeboten, dass du aufgehst, aber du hast das abgelehnt. Danke, Feisti. Kiki Ilic. Kiki Ilic. Kiki Ilic, was machen wir mit dir? Was werden wir dich fragen jetzt da? Kiki, du bist jetzt mittlerweile auch schon das dritte Jahr, glaube ich, oder? Jetzt ist mein drittes Jahr, ja. Dritte Jahr und sitzt schon 3 Jahre lang auf dem Platz, oder? Nein, früher war ich drüben in der anderen Kabine. Ich bin ein Junger. Aha, und da jetzt hast du zuerst umwechseln dürfen, oder was? Ja, letztes Jahr, ja. Und wer sind da so deine Sitznachbarn? Mein Sitznachbar ist jetzt der Paul Krizanac und der Roko Mislov.
Und bist du zufrieden mit ihr, ne? Ja, das sind meine Landsmänner da. Dagegen habe ich nichts, ne? Das passt dann ganz gut, oder? Habt ihr einen gravotischen Schmäh und das passt dann, haut dann hin. Sicher, sicher. Dann schauen wir weiter da, Kameramann. Der übrigens Sieger Raswald ist. Film dich kurz selbst, bitte, Sigi. Der ist wunderschöne graue Mähne, was du mittlerweile schon gekriegt hast. Fast schon der Kevin. Fast, geil, du bist einer unserer Neuzugänge. Ja. Was sagst du da? Deine Eindrücke da von der Kabine? Wie bist du beim TSV aufgenommen worden? Gefällt es dir eigentlich? Haben wir noch gar nicht geredet? Ja, ist schwer in Ordnung.